Komm, wir schauen uns mal zum Einstieg die Top-Partie an, ihr Lieben. Und zwar, also die Top-Elo-Partie. Muss nicht unbedingt die qualitativ beste sein. Schaut mal, Mr. Knister gegen Dubois. Oh, guck mal hier, ein Bird. Bird-Eröffnung. F4, D5. Sieht man auch nicht alle Tage. Ich mache mal die Musik leiser. So, jetzt ist besser, oder? Okay, das sind. Wow, guck mal, der springt den weißen, den schwarzen gleich an mit G4 hier. Was ist das für wahrscheinlich Spezialsystem von Nikola Dubovic? Wow, was das gut ist, ne? Ja, man kann das schon spielen, na klar. Aber, interessant. Jetzt schaue ich mal schnell, was Chat schreibt. Meurologist, good luck, genau. Jetzt wird geblandert, muss dann nämlich nach wieder. Rankenmod, dann war das also doch nur ein Spaß. Ja klar, neun König. Einfach dich anmelden. Ausrufungszeichen Turnier. Und du musst im Mitglied der Gullibärenbande sein. Aber das solltest du ja hinkriegen. Wir haben keine Anfrage im Moment. Aber morgen, wenn du zu hoch gerankt sein solltest, neun König, dann kann man, da kannst du morgen mitspielen. Das ist dann für alle offen. Wir haben 30 Teilnehmer. Cool, Jo. Dankeschön. Eigentlich wollte Matze ja rechtzeitig rüber raiden. Der wusste genau, dass das Turnier um 22:30 beginnt. Aber gut. Wenn man sich auf Leute verlässt, ist man verlassen, oder? Immer diese Bird-Spieler. Kiviti! Wie geht's dir, Kiviti? Alles gut? Hallo, Basti. Grüß Gottle. Servusla. So, was haben wir hier in 4 für eine Stellung, ihr Lieben? Was ist denn das für eine Stellung? Springer H4, das ist nicht. Das hat schon. Das ist schon. Hat schon Angriffspotenzial hier, die weiße Stellung, oder? Vielleicht mal so ein F5-Break oder so. Also, das fällt natürlich auf, dass irgendwann geht. Und Schwarz muss hier im Zentrum Gegenspiel organisieren mit C4 oder irgendwas. Aber das hat schon Potenzial, die weiße Stellung, oder? Wie seht ihr das? Ich glaube schon. Ja, gerade so ein Break hier, so ein F5-Break ist hochgradig gefährlich für Schwarz. Aber vielleicht täuscht es auch und man kann es einfach aushalten, ja. F5 durchzudrücken, geht das jetzt schon? Ja, das sieht so aus, ja. Hat er noch nicht gespielt. Warum eigentlich nicht? Warum hat er nicht F5 gezogen? Immer diese Bird spielen. Hi, Chorus, grüß dich. Servus. Servus. Ja, weißt du, natürlich nicht, Basti. Ach, bei mir geht's okay wie die. Muss ja, ne? Ich freue mich immer, wenn ich abends streamen kann. Kann ich den Tag, den restlichen Tag, die Scheiße vergessen. Teilnehmer sind alle viel besser, neuen König. Du kannst ja trotzdem mal Mitglied in der Gunibärenbande werden, König. Schau mal. Auftragschiller. Wer ist denn Auftragschiller? Das kann doch nur unser guter Chillerinsi sein hier. Nehmen wir mal an. So. Du kannst ja trotzdem Mitglied in der Gunibärenbande werden, König, eine Anfrage stellen und dann entscheidest du alleine, ob du teilnehmen möchtest oder nicht, ne? Also, kein Thema. Hallo Alpia, grüß dich. Schön, dass du da bist, lieber Alpia. Cool. Also wenn ihr noch teilnehmen wollt, ne, wir sind gerade am Anfang, ihr könnt immer noch Monday Night Blitz reinjoinen, jederzeit möglich. Spielt ein paar schöne Blitzpartien, habt Spaß an guten Gegnern, hier zum Beispiel Mr. Knister gegen Dubovic, die geben sich's Hardcore. Und ich habe gedacht, die weiße Stellung hat Angriffspotenzial, aber das sieht jetzt mir nicht mehr ganz so. Obwohl, guck mal hier, der isolierte Doppelbau auf der F-Linie ist natürlich auch nicht so der Hit, ne? Was geht denn jetzt ab? Oh, Matze rankt! Hallo und willkommen. Danke, Matze, für den Raider-Rinsi. Vielen Dank. Und an alle, die vom Matze rüberkommen, hey, wenn ihr noch mitspielen wollt, ihr hattet nicht viel Pause, ich weiß, aber wenn ihr noch mitspielen wollt, rein in die Monday Night Blitz. Wir haben die erste Runde, ist gerade, also ihr könnt jederzeit noch einsteigen, die erste Runde hat gerade angefangen. Wir gucken uns hier gerade die, heute ist ja nur bis Elo 2000, muss ich
Muss ich dazu sagen, nur bis Elo 2000. Erst morgen ist offen für alle, ja? Beim morgigen Turnier. Also, wenn ihr mitspielen wollt, Matze! Danke! So, ich guck mal eben. Der König hat eine Anfrage gestellt. Jawohl. Ja, hab dich angenommen, König. Alles gut. Von Quellkartoffel und Dupp-Dupp. Oh, Schwarzfuß, danke dir, Schwarzfuß und Insi, danke für die Sub. Hier sind die Quellkartoffeln. Danke, lieber Schwarzfuß, vielen lieben Dank. Dankeschön. So, Gaming-Spielplatz, Servus, habe ich schon begrüßt, Chefmaster Rock, kannst du einen Link, Ausrufungszeichen, Turnier, Chefmaster Rock. Und wenn du nicht Mitglied in der Gunnibären-Bande bist, dann einfach Anfrage stellen. So. Wann machen wir mal gar nicht. Ach so, das Finn, das ging gar nicht an mich. Okay, alles klar. Guck mal, Chefmaster Rock, Hobgoblin hat schon das gepostet. So, ich kümmere mich gleich wieder um die Partie. Aber im Grunde muss ich jetzt erstmal hier Verwaltungskram machen. hallo Heimig, schön, dass du da bist. Danke für die Follows, die kommen, von euch rüberkommen. Vielen, vielen Dank. Gibt's jemand unter euch, der nee, leider nicht, Shadow Alex. Da bräuchte man 1000 Zuschauer und noch mehr, du. Nee, hat jemand das Video gesehen, was Matze heute auf seinem Stream gezeigt hat, was ich ihm gemacht habe, als, ich sag mal, als mein Einsatz für das verlorene Sub-Battle? Habt ihr das Video gesehen? Also, wer es nicht gesehen hat, wir können es ja nach dem Turnier posten. Nochmal, wenn ihr wollt. Ja, schauen wir mal. So, jetzt schauen wir mal, ob Anfragen da sind. Ja, da ist eine Anfrage da von Axel69. Das ist bestimmt der Chefmaster Rock, oder? Angenommen habe ich dich. Habt ihr schon gesehen? Okay, dann brauchen wir es nicht nochmal gucken. Matze wird es auch noch auf seinem YouTube-Channel hochladen. Übrigens, in diesem Zusammenhang, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, allerdings weniger ironisch und sarkastisch, dann könnt ihr auch gerne natürlich auf meinem YouTube-Channel mal vorbeischauen. Da freue ich mich auch sehr über Abos. Da habe ich erst 400 oder so, aber das ist ja schon mal was, ne? Eigentlich, oder? Ich meine, das ist winzig für YouTube-Verhältnisse, aber ich freue mich darüber. Und da könnt ihr auch vorbeischauen. Chesselize heißt der Kanal. Vielleicht kennst du einen oder andere noch nicht. Da mache ich fast täglich Videos. Heute habe ich es nicht geschafft, vor lauter Gestresse, aber ich bin wie mich. Chefmaster Rock, dann bist du leider drüber. Du kannst aber morgen mitspielen, Chefmaster Rock. Warte mal, ich habe noch eine Anfrage von Flosen. Oh, neuen Account. Haben sie dir den zugemacht, Flosen? Oder warum hast du einen neuen Account? Also, Chefmaster Rock, ja, heute geht nur bis 2000, aber morgen ist offen für alle. Chefmaster. So, ihr Lieben, guckt mal hier, wir sind in einem Turmenspiel mit gleich viel Bauern und ich kann euch mal sagen, das ist remisig. Das dürfte Remis sein. Weiß muss an den Bauern dranbleiben. Wenn Weiß hier noch eins runtergeht, dann kommt einfach der Turmzug und dann holt er sich die Bauern ab. Also Weiß muss wahrscheinlich seine Bauern decken und kann sich auch einen Freibauer bilden und dann ist, oder auch nicht, und dann ist die Partie Remis. Er geht tatsächlich hier runter. Schaut mal, Leute. Jetzt kommt genau der Zugzug, den ich vorher gesagt habe. Das war kein guter Zug, König H2. Warum hat man hier König H2 gespielt? Jetzt könnte es sogar verloren sein. Nee, ist nicht verloren. Na, der A6 geht ja auch verloren. Also ich glaube, hier... Es hat mir nicht gefallen, wie Weiß hier gespielt hat. Türme gehen hinter die Freibauer, nehmen wir genau. Turm ist eine ganz schlechte Blockadefigur. Normalerweise gehört der Turm dahinter. Das gilt übrigens für beide Seiten, für die verteidigende und für die angreifende Seite. Türme gehen in der Regel immer hinter die Freibauern, okay? Und hier, das könnte für Weiß noch kritisch werden, weil... Ach so, wenn man hier schlägt, kommt H7, ne? Dann muss der Turm den H-Bauern abholen, dann fällt der. Ja, es ist Remis. Es ist Remis. Ich finde diese Gewinnversuche
Ja, aber wenn die Jungs da einigermaßen fit sind, ist das Remis. Ja, schaut mal. Ja. Okay, alles klar. Gut, Leute, 35 Teilnehmer haben wir. Kommt, also wer noch teilnehmen möchte, rein, rein, rein in die in die Monday Night Blitz Arena. Noch könnt ihr teilnehmen, Leute. Und vielleicht habt ihr noch Lust, hier zu joinen. Ihr müsst ein Mitglied im Team der Gullibären-Bande sein. Ich habe hier noch eine Anfrage von Herpes von Hermes. Ich fress gerne Kartoffeln und Tup-Tup.